Also eigentlich habe ich häufig beobachtet, dass die Eltern, die Mütter sehr gut die eigenen Kinder beobachten können. Und dass wenn die Erkrankung jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, dass die Erkrankung letztendlich auch sofort nach zum Beispiel einer Frühgeburt diagnostiziert und entdeckt wird, also von den Ärzten selber auch gleich diagnostiziert wird, dass die Eltern häufig zur Kinderarztpraxis oder kinderorthopädischen Praxis kommen und beobachten, dass zum Beispiel das eigene Kind, wenn es anfängt zu laufen, hauptsächlich auf Zehenspitzen läuft oder nur eine Seite auf Zehenspitzen oder dass immer nur eine Hand verwendet wird, dass irgendwie in der Entwicklung der Motorik eine Asymmetrie oder eine Verlangsamung des Erreichens der verschiedenen Meilensteine der motorischen Entwicklung beobachtet werden. Und hier haben wir natürlich auch wieder sehr, sehr unterschiedliche Bilder, je nachdem, wie stark ausgeprägt die Erkrankung und die Schädigung im Gehirn sind. Das können sehr stark betroffene Kinder sein, die schon direkt nach der Geburt auffallen durch schlaffe oder spastische Lähmungen oder Kinder, die einfach etwas später das Krabbeln lernen, das Stehen, das Gehen oder teilweise auch, wie vorher schon erwähnt, eine Hand nicht so viel verwenden oder ein Fuß immer im Spitzfuß ist. Das können zum Beispiel erste Anzeichen von der Erkrankung sein.